Lasst uns heute über Trolle reden. Denn heute hatte ich einen weiteren Troll-Kommentar und ich muss mich fast bei dem Troll bedanken, weil er mir ein interessantes Thema gegeben hat, um das heutige Video zu machen. Und ich will einmal reden über die Psychologie von Trollen und auch was Trolle uns beibringen können über uns selbst. Denn für mich ist es so, ich lese Troll-Kommentare, also ich bekomme so Kommentare wie Spast oder du bist scheiße und so. Und für mich ist das eigentlich gar nicht irgendwie so, dass ich denke so, oh shit, die mögen mich nicht, sondern einfach nur so, ist ja interessant. Ist ja interessant, wie Leute funktionieren, dass sie sich ein Video auf YouTube anschauen und dann wirklich den Drang haben, da einen Kommentar runterzusetzen, der wirklich zeigt, dass sie wirklich kaum intellektuelle Fähigkeiten haben und gar nicht irgendwie mit Argumenten benutzen können und auch nicht irgendwie sagen können, was ihnen nicht gefällt, sondern ich glaube, es liegt daran, dass sie wollen wirklich eine andere Person wirklich verletzen. Also ich denke, das kommt aus einer sehr sadistischen Quelle. Und es gibt sogar Studien dazu, dass Leute, die trollen, sind sadistisch, narzisstisch und so weiter. Also das wurde schon auch untersucht. Und das ist eigentlich recht traurig, weil ich denke, diese Leute, die müssen ein echt schreckliches Leben haben. Ein echt richtig miserabel. Also ich meine, ich habe ein tolles Leben, ich bin glücklich und ich würde niemals auf die Idee kommen, jemand anders runterzuziehen. Aber diese Leute haben anscheinend dieses Bedürfnis, diesen Drang, weil sie einfach nicht sagen können, entweder ich habe Kritikpunkte und dann können sie nicht diese Kritikpunkte klar und verständlich formulieren oder konstruktive Kritik geben. Oder sagen, okay, das gefällt mir nicht und dann einfach nicht schauen. Ja? Ich mache hier diese Videos und ich habe ein klares Ziel für mich. Und zwar, dass ich einmal einen Austausch will mit anderen Menschen, dass ich in Kontakt treten will und auch, dass ich das üben will, frei zu reden. Und deswegen mache ich diese Videos. Und mein Ziel ist jetzt zum Beispiel nicht, so wirklich Top-Qualitäts-Videos herauszubringen, die jetzt gut geschnitten sind und alles. Also ich will da gar nicht so viel Zeit investieren. Ich will einfach nur meine Gedanken loswerden, auch für mich selber, damit ich mir die Videos selber einmal anschauen kann und mir sozusagen selbst Ratschläge geben kann oder auch schauen kann, wie ich früher gedacht habe. Und ich hoffe, meine Gedanken werden sich noch weiterentwickeln, eben auch durch den Austausch mit euch. Und ich bin froh über all die Leute, die sich das hier anschauen. Aber ich akzeptiere auch, dass manche Leute sich das anschauen und sagen, ja, das ist nichts für mich. Und das ist auch nicht weiter schlimm, denn sollen sie es einfach nicht anschauen. Aber manche Leute können einfach nicht sich das anschauen, sondern aus irgendeinem Grund schauen sie sich das an und müssen dann einen Kommentar hinterlassen, weil ihnen das irgendwie emotional, irgendwas aufstößt, weil sie da wirklich denken so, das mag ich nicht, jetzt muss ich schnell, Spast, Arschloch, als hätten sie Tourette's gepasst. Genau, und das finde ich jetzt wahnsinnig faszinierend, so wie Leute so ticken und wie gesagt auch traurig, also was die für ein Leben haben müssen, um diesen Drang zu machen. Und gerade auch die Sachen, über die ich spreche, die Ideen, über die ich spreche, löst, glaube ich, auch bei vielen Leuten sehr viele Verteidigungsmechanismen hoch. So, wenn ich darüber rede, so, hey, lass doch über Wahrheit sprechen und über Empathie und all sowas. Leute, die halt ein sehr korrumpiertes Leben führen, die davon leben, dass sie andere Leute runterziehen, für die ist es natürlich, da löst es ganz viel aus, weil sie sich bewusst werden, wie sehr ihr Leben abweicht, wie sehr der Kontrast ist zwischen dem, wie sie ihr Leben leben und wie sie ihr Leben leben könnten und wie sie eigentlich glücklich sein könnten, wenn sie nur mehr
Bedeutung in ihrem Leben haben. Genau, also die Bedeutung einfach sozusagen. Sie, wenn jemand sagt so, hey, ich will was Cooles schaffen, ich will was erreichen, ich will hier nach der Wahrheit suchen, ich will darüber reden, wie können wir die Menschen verbessern, wie können wir über innige Themen reden und all sowas. Wenn sie ein Leben leben, was sehr wenig Bedeutung haben, wo sie wirklich nichts Großes haben, keine Ambitionen oder all sowas. Sorry wegen den Geräuschen. Ich laufe schnell weiter. könnt mir sagen, was für ein Spast ich bin, dass hier Geräusche sind. Nein, aber genau. Und die zweite Sache ist halt, dass sie sozusagen mir selber beibringen, wo vielleicht noch meine Schwachstellen sind. Ja? Das heißt, sie denken, sie könnten etwas erreichen, indem sie kommentieren. Sie denken, da ist eine Schwachstelle. Sie hoffen darauf, dass ich auf ihre Kommentare reagiere. Sie hoffen darauf, dass wenn sie jetzt schreiben, irgendwie Spast oder so, dass ich dann sage, warum beleidigst du mich? Hör da auf. Das oder irgendwie so ähnlich. Aber auf jeden Fall, dass ich irgendwie reagiere und dass sie dann ein sadistisches Vergnügen bekommen. Aber ich bin so, ich mache mich da nur drüber lustig und lösche das oder blockiere die oder all sowas. Und damit habe ich eigentlich kein Problem. Und das ist, aber aus irgendeinem Grund haben sie gedacht, dass es funktionieren würde. Und dann überlege ich mir und dann schaue ich mir meine Videos an, denke darüber nach, wie ich vielleicht gewirkt habe in den Videos. Und dann dachte ich so, vielleicht war ich da noch nicht ganz so selbstbewusst. Vielleicht war ich da so ein bisschen unsicher, ob das, was ich sage, auch richtig ist und so weiter. Und dadurch weiß ich dann, hey, es gibt noch sehr viel, wie ich mich verbessern kann, indem ich einfach diese Videos leidenschaftlicher mache, selbstbewusster und auch mit mehr Überzeugung. Denn ich bin wirklich sehr überzeugt von dem, was ich rede. Also ich bin überzeugt erstmal, dass es wahr ist, aber dass, das ist widersprüchlich. Also ich bin erstmal davon überzeugt, okay? Aber ich weiß, dass ich eventuell einen Fehler gemacht haben kann. Also, obwohl ich vielleicht Fehler gemacht habe, werde ich das, was ich jetzt mal erst im Moment glaube, erstmal mit Überzeugung sagen. Ja, so ist es. Ja? Und dann kann jemand, ich lese gerade ein Buch über Selbstbewusstsein. Und das ist wirklich die Sache sozusagen. Selbstbewusstsein kommt aus der Realität, aus der wirklich der wahren Erkennung, wie die Realität ist. Und dazu kommt auch sozusagen Selbstbewusstsein in dem, was man sagt und was man tut. Sozusagen fühlt sich so als Person richtig. Ja, man fühlt nicht, dass man irgendwie so falsch ist als Person. Und deswegen akzeptiert man auch, sagt man das, was man sagt, mit Überzeugung. Aber dadurch, dass es in der Realität basiert ist, weiß man auch, dass es möglich ist, dass man Fehler gemacht hat. Und genau, und das ist was Trolls einen beibringen können. Ich hoffe, das war auch hilfreich für euch und ganz besonders, falls ihr auch solche Leute erlebt, mit solchen Leuten zu tun habt oder wenn ihr mit den Gedanken spielt, auch einen YouTube-Kanal zu machen. Ich kann es nur empfehlen. Es macht wahnsinnig viel Spaß und wenn man den richtigen Mindset hat, wenn man den richtigen Gedanken darüber hat, wie die Leute vielleicht reagieren und was wirklich dahinter steckt, dann ist es auch sozusagen sind auch die negativen Kommentare zu verkraften. Also ich sage das, früher war das bei mir so, vor ein, zwei Jahren und vielleicht auch erst vor ein paar Wochen war das so, dass ich dachte, oh nee, jetzt ein Video zu machen, das veröffentlichen, das war sehr viel mit Angst verbunden und sehr viel mit Unsicherheit. Aber jetzt mache ich das, weil ich realisiert habe, so hey, ich werde nicht sterben, wenn jemand schlechten Kommentar hinterlasst, das ist nicht die Welt. Insofern, und seit ich diesen Gedanken habe, seit ich das so lebe und diese Videos mal einfach mache, jeden Tag, macht es auch viel mehr Spaß und es juckt mich. Also es fasziniert mich auch selber, wie wenig mich das juckt, wenn jemand einen negativen Kommentar hinterlässt. Insofern, das war die philosophische Dosis für heute und ich melde mich morgen. Tschüss!